Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine Runde Clash Royale. Und ja, wie ihr es schon sehen könnt, das Season-Ende ist wieder erreicht. Und diesmal habe ich den Meister 2 erreicht. 5200 und 6 Pokale. Und so wie im letzten Season-Ending-Video, gucken wir uns natürlich in diesem Video auch wieder an, was aus der Draft-Kiste rausgekommen ist. Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern, es wird jetzt nicht das Beste sein. Aber ein paar nützliche Sachen waren dabei, wie zum Beispiel der Eisgolem. Und ja, den Rest könnt ihr ja dann auch selbst sehen, hier ist der Eisgolem gerade. Ja, und im heutigen Video zeige ich euch die, das sind glaube ich die letzten zwei Gameplays gewesen. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, die ich erspielt hatte, um auf 5200 Pokale zu kommen und damit auch Meister 2. Waren wieder sehr spannend gewesen. Und die neue Season hat er jetzt schon angefangen und ich muss sagen, auf diesem Meister 2 Niveau war es leichter zu spielen als auf dem Niveau, auf dem ich jetzt spiele, wenn die Season wieder geresettet ist. Ich bin ja jetzt wieder auf 4300, so wie man da sieht. Ich wurde ja nicht komplett zurückgesetzt auf die 4000, weil ich den Meister 1 übersprungen hatte. Und jetzt bin ich glaube ich schon wieder abgerutscht auf 4200 oder 100 oder irgendwie so, weil das Matchmaking, ja, es ist immer noch komplett broken irgendwie zum Anfang der Season. Man spielt gegen Ultimate Champions, gegen Champions über 6000 auf jeden Fall und das macht nicht sehr viel Spaß, ja. Gut, ja, hier das erste Gameplay hat schon angefangen. Das war kurz vor 5200. Und der Gegner spielt hier ein sehr interessantes Rambok-Deck mit dem Prinzen Magier. Und ja, ich spiele hier wieder mein Hog-Cycle-Deck 2.6 standardmäßig. Ist mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, muss ich sagen. Es gibt jetzt sehr viel. Es wird zwar sehr viel Hog-Rider gespielt, aber es gibt auch sehr, sehr viele Konter zurzeit in der Meta gegen den Hog-Rider, zum Beispiel der Tornado. Der Tornado ist so stark wie nie zuvor. Ich kriege sehr oft den Tornado aus Kisten und alles gezogen, aber ich bin leider nicht so der Geübteste, was so die Tornado-Placements angeht. Weil ich habe zwar ein ganz gutes Handy, so es ist relativ groß, aber der Tornado ist, glaube ich, mehr so eine Karte für die iPad-Spieler, weil da kann man genau sehen, wo man den Tornado hinplacen möchte. Und mit und Leute, die noch kleinere Handys haben als ich habe das ja, Sony Z5, das ist schon relativ gut. Aber wie gesagt, ich habe auch so eine Wurstfinger irgendwie, also ja, es ist ziemlich schwierig auf so einem kleinen Handy den Tornado zu steuern. Ist nicht meine Lieblingskarte auf jeden Fall, aber ich kriege sie oft und sie ist mit der stärkste Spell zurzeit im Spiel. Ja, ich würd sagen, es ist der stärkste Spell, sogar noch stärker als das Holz. Ja, und der Gegner versucht hier mit dem Prinzen und natürlich mit den, oh, wie heißen die Dinger, die Flammengeister waren das, glaube ich, ne? Oh, hier, guck mal hier. Da, zack, geiler Lock. Hier gibt es sehr viele geile Locks in dem Gameplay hier und in dem Gameplay danach auch. Man muss hier wirklich so spielen, man muss hier so ein bisschen predicten, sonst kommt man nicht weit. Man muss wissen, was der Gegner schon auf der Hand hat und dagegen muss man natürlich schon in seinem Kopf darauf vorbereitet sein, sodass man natürlich auch schon einen Lock hinterherwerfen kann, um den Gegner ja besser outplayen zu können, sag ich mal. Und hier guckt euch jetzt mal das genau an. Habt ihr das gesehen? Die Goblin Gang, die war nicht mal zu sehen. Ich glaube, das war der schnellste, also der beste Lock, den ich so jemals geworfen habe. Ich habe zwar schon viele coole Locks geworfen so und auch viele Locks, die sehr, sehr viel Value hatten. Und aber das war so der, also da, die waren ja überhaupt nicht zu sehen. Ne? Also das war schon echt cool. Und hier kommt auch nochmal ein Lock, der kam leider ein bisschen zu spät. Das ist immer so eine Sache mit diesen Locks, weil die Gegner sind ja dann schon darauf vorbereitet. Wenn du einmal einen Predict-Lock geschmissen hast, müssten sie eigentlich wissen, sollte man davon ausgehen auf diesem Niveau, dass er nochmal einen Predict-Lock schmeißen wird. Deswegen setzen sie entweder die Goblin Gang in die Mitte hin und nicht direkt am Tower, so wie es der Gegner hier gemacht hat. Und man rechnet natürlich damit auch als Predict-Lock-Player, der natürlich schon weiß, dass der Gegner weiß, dass ich einen Predict-Lock machen werde, also die Mind-Games, also das ist ganz voll vergessen. Aber so muss man halt spielen und dadurch rechnet man natürlich damit, dass er sie etwas später setzt, weil er davon ausgeht, dass der Predict-Lock kommt
Und deswegen versuche ich später meinen Lock zu setzen, damit er später seine Goblin Gang. Ach komm. ja, es ist sehr viele Mindgames auf jeden Fall. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Apropos Spaß. ja, in der neuen Season hatte ich jetzt bisher noch nicht so viel Spaß. Die Night Witch ist ja jetzt rausgekommen, die ist sehr, sehr OP, wie ich finde. Viel, viel zu stark in der Defensive. Sie baut viel zu viele Fledermäuse auf, die ja immer mehr werden. Und die Hexe selbst hat auch einen sehr krassen Damage, muss ich sagen. Und nachdem sie in der Defensive eingesetzt wurde, wird sie natürlich meistens mit einem Riesen oder einem Golem irgendwas in der Offensive noch unterstützt. Und wird dadurch dann noch stärker, weil sie ja schon sehr viele Fledermäuse schon gebackupt hat. Und durch die Fledermäuse kann man auch seine Inferno-Türme nicht mehr gut setzen, weil die Fledermäuse den Inferno-Turm distracten, so wie es die Skelette bei der normalen Hexe machen, nur bei den Fledermäusen ist es noch nerviger. Und deswegen finde ich persönlich, ist die Nightwitch oder Nachthexe auf Deutsch sehr OP zurzeit. Also da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ja, hier eben war wieder ein sehr cooler Lock zu sehen. Da habe ich das erste Mal drauf geachtet, was nutzt der Gegner, um mein Musketier aufzuhalten. Da habe ich gesehen, das waren die Goblins. Und beim zweiten Mal habe ich sie halt weggelockt. Das ist ein Even Elixir Trade. Also ich habe kein Plus und kein Minus gemacht. Und ich habe noch zusätzlich halt Damage auf den Tower gemacht. Das ist sehr gut. Ja, und das hier ist das Game. Jetzt bin ich schon ein bisschen drin. Hier kommt nochmal ein Lock, um auf ganz sicher zu gehen. Wie gesagt, das ist das Game, was mich auf die 5200 Pokale gebracht hatte. Deswegen war ich hier auch schon leicht aufgeregt, muss ich sagen. Und wollte eigentlich nur noch irgendwie so, wo ich gesehen habe, ja, der Tower hat schon jetzt die Hälfte von Life weg. Dass man jetzt nur noch nachher so ein bisschen Spell cycelt. Das macht man ja mit Hawk Cycle, macht man das ja auch relativ häufig. Und da wollte ich auf keinen Fall, dass jetzt hier der Mini-Packer irgendwie rankommt. Ja, und deswegen versuche ich alles Mögliche, um jetzt so viel Chip-Damage auf den Tower wie möglich zu bekommen. Das Lock hilft auch nochmal ein bisschen dagegen, die Barbarians zu clearen und macht nochmal Chip-Damage auf den Turm. Und ja, jetzt versuche ich einfach alles auf den Gegner-Tower zu setzen. Er setzt einen Mini-Packer. Mein Hogwire kriegt zwei Hits raus. Das ist jetzt das Spielentscheidende gewesen. Der Lock kommt nochmal hinterher. Musketier kriegt keinen Hit raus. Jetzt werde ich ein bisschen übermütig. Schmeiß einen Feuerball direkt auf den Turm rauf, ohne irgendwelche Value daraus zu ziehen. Aber ich wollte auf jeden Fall das Game in der Tasche haben. Den Lock wusste ich, killt nicht den Tower. Aber reicht auch nicht, um meinen Feuerball zu unterstützen, und mein Feuerball würde alleine reichen, und deswegen habe ich den Lock nochmal defensiv eingesetzt und somit habe ich das Spiel gewonnen. Ja, in der Overtime, 26 Sekunden war noch zu spielen, und dieses Match hat mich auf 5206 Pokale gebracht. Ja, mal sehen, wo es nächste Season hingehen wird. Meister 3 wäre natürlich schon sehr nice, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich das nächste Season schaffen werde, weil die Spieler natürlich auch immer und immer besser werden, so höher man kommt. Und ja, wir werden sehen, wo mich das Spiel noch so hinbringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch noch fleißig am Ball. Und hier zum Schluss möchte ich auch nochmal meine ganzen Clan-Mates-Member, Ältester, alles Mögliche grüßen, die jetzt auch aufmerksam auf meinen Kanal geworden sind. Vielen Dank dafür auch nochmal. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei uns. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch geben würdet, wenn euch hier der Content gefällt. Und damit verabschiede ich mich und würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.